Enthüllt, entkleidet oder unbedeckt. Am FKK-Strand kann der Tag der Nacktheit gebührend gefeiert werden. Sonne, Strand, Luft auf der Haut, es ist immer alles beengt im Alltag. Es ist einfach wunderschön, ohne Zwänge in Kleidung, sich sonnen zu können, sich zeigen zu können. Freiheit, Natur, der Körpergenuss, ins Wasser zu gehen. Doch das unbekleidete Badevergnügen ist nicht unbedingt jedermanns Sache. Also ich bin da zwiegespalten. Ich merke, wenn ich jetzt, nackt bade oder so, ist das wunderbar vom Gefühl her. Aber so nackt mich zu zeigen am Strand, das ist eben zwiegespalten. Boah, ich bin da sehr schambesetzt. Ich bin überhaupt nicht so groß geworden nackt. Also wenn das jemand kann, bewundere ich das. Ich selber kämpfe da sehr rum, nach wie vor. Ein anderer Umgang mit Nacktheit kann sich positiv auf die eigene Gesundheit und Zufriedenheit auswirken. Ich denke mal so, dass man ganz, ganz viele Vorurteile dadurch abbauen kann. Wir sind alle irgendwie gleich. Ne? Man wird nicht nach Klamotten irgendwie beurteilt oder nach viel Geld oder sowas. Wir sind alle gleich und das ist halt eben total, viel, total toll. Wer selbst einmal der Freikörperkultur nachgehen möchte, kann das an rund 30 Stränden in Schleswig-Holstein tun.